mit dem 9-Euro-Ticket aufs Schiff? Meistens geht das nicht. Genau deshalb habe ich ein paar Tipps zusammengestellt, wie es ausnahmsweise doch möglich ist. Wahrscheinlich nicht vollständig, aber immerhin. Der ganze Ausflugsverkehr auf den Seen und Flüssen, rauf und runter, das ist kein Nahverkehr. Und da gilt das Ticket nicht. Auf den Fähren sieht's unterschiedlich aus. Am ganzen Rhein und auf allen Nebenflüssen habe ich keine Fähre gefunden, wo das Ticket gilt. Das sind für uns also die Unfähren. Und die Inselschifffahrt an der Nordsee? Nein und nochmals nein. Tja, dann fragen wir mal einen Spezialisten. Geht da überhaupt was? Wie, diese Fähre hier in Warnemünde? Die kommt doch aus Dänemark. Das ist doch Seemannsgarn. Ach, die hier! Ja, die beiden Fähren über die Warnow sind Teil des Nahverkehrs. Für Fußgänger gilt das Ticket. Näheres gibt's unten in der Beschreibung. Nicht anders in Lübeck-Travemünde. Die beiden Fähren zum Prival sind für Fußgänger inbegriffen. Beide in bequemer Entfernung zu den Bahnhöfen der Züge aus Lübeck. Einen der Anleger auf der Halbinsel Prival sieht man hier, günstig gelegen zum Segelschiff Passat. Näheres siehe wieder unten. Und wenn's was umsonst gibt, dann ist auch Berlin dabei. Natürlich gilt das Ticket nicht auf den Rundfahrtschiffen und auf den Wannseelinien. Aber die BVG betreibt eine ganze Reihe Fähren als Teil des Nahverkehrs. Mein Liebling ist die Fähre zur Pfaueninsel an der Havel. Leider nicht ganz über diesen Fluss, sondern nur über einen Seitenarm. Dafür ist die Insel dann ein wunderbarer Park und am Ende weiß man nicht, ob man einen längeren Spaziergang oder eine kürzere Wanderung gemacht hat. Anfahrt zur Fähre mit dem Bus 218 vom S-Bahnhof Wannsee oder gleich vom Zopp am Funkturm. Durch den Wald, es lohnt sich. Aber Vorsicht, der fährt nicht sehr oft. Besser vorher checken. Die Hamburger können's auch. Klar, auf den Hafenrundfahrten gilt das Ticket nicht. Egal, wie groß und exotisch die daherkommen. Auf der Alster auch nicht. Schade. Aber auf den Hafenfähren. Davon gibt's ein ganzes Netz. Die schönste Linie geht alle Viertelstunde nach Finkenwerder. Das ist eine richtig lange Strecke. Die macht Lust auf eine anschließende echte Hafenrundfahrt. Beides von den Landungsbrücken. Die Schiffe sehen so aus, wie Schiffe eben aussehen, wenn sie bei jedem Wetter rund ums Jahr unterwegs sind. Ist schon fast echte Seefahrt. Finkenwerder klingt nach strohgedeckten Fischerkarten, ist aber Nachkriegsbackstein. Nicht enttäuscht sein, und wir können ja gleich mit der nächsten Linie nach Teufelsbrück weiterfahren, von wo es gut mit dem Bus zurückgeht. Die längste Strecke, die ich gefunden habe, ist auf der Kieler Förde. Da geht's doch tatsächlich direkt vom Hauptbahnhof aus, über eine Stunde weit von Anleger zu Anleger hinaus. Bestimmt eine der schönsten Strecken, aber nur ein paar Mal am Tag. Vorher checken, der Link ist in der Beschreibung. Auf der Elbe gibt's viele Fähren. Leider sind das nicht wirklich lange Strecken. Das kann man auf diesem Bild gut sehen, auch wenn gerade hier das Ticket wohl nicht gilt. Dafür in Sachsen-Anhalt auf ein paar Fähren rund um Magdeburg und in Sachsen rund um Dresden sogar auf sehr vielen Strecken. Einzelheiten siehe wieder unten. Und auf den Raddampfern gilt das Ticket natürlich nicht. Gibt's auch was für Süddeutsche? Leider habe ich da gar nichts gefunden, außer einem Trick. Der Bus von Konstanz nach Meersburg geht über die Fähre. Ich nehme mal an, dass man da nicht im Bus sitzen bleiben muss, schließlich will die Cafeteria auch was verdienen. Aber man sagt, die Busse sind jetzt deswegen gut besetzt und mehr. Und nicht mit der berühmteren und längeren Autofähre verwechseln, auch über den Bodensee von Friedrichshafen nach Romanshorn. Da muss man zahlen und es gibt keinen Trick. Genauso wie auf den übrigen Linienschiffen. Die Flagge erinnert uns übrigens daran, dass auf dem anderen Seeufer meistens die Schweiz ist und manchmal Österreich. Und da gilt das Ticket nicht. Das ist so dämlich, dass es bestimmt schon passiert ist. Tja, Captain, fällt dir noch was ein? In Rendsburg, die große Eisenbahnbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Da drunter hängt an Seilen eine Schwebefähre. Deren Räder laufen oben an der Brücke. Sie gleitet alle Viertelstunde übers Wasser. Vom Bahnhof ist das schon ein längerer Spaziergang. Aber es lohnt sich. Weltweit fast einmalig. Das 9-Euro-Ticket gilt da zwar auch nicht, aber macht nichts. Die Überfahrt ist nämlich kostenlos. Und wenn Fähren nicht ins Wasser eintauchen müssen, dann kenne ich noch eine. Die Schwebebahn in Wuppertal fährt sogar längs über den Fluss, 10 Kilometer über der Wupper.
Beide Endstationen in Oberbarmen und Vohwinkel liegen sehr praktisch neben S-Bahn-Halten. Okay, in Vohwinkel geht's ein bisschen über der Straße lang. Aber der längste Teil ist auf dem Wasser. Wahrscheinlich habe ich ein paar Fähren nicht gefunden, die man mit dem Ticket nutzen kann. Wenn ihr davon wisst, schreibt es doch einfach drunter. Übrigens sind die meisten auch nicht besonders teuer, wenn man sie dann doch bezahlen muss. Und nun, gute Fahrt.